Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren The Hunter Primal Abenteuer, wollte ich gerade sagen. Und da rennt hier schon ein Raptor rum. Hab ich irgendwas? Ja, ich habe einen Bogen. Das ist ganz gut. Da rennt nicht nur ein Raptor rum, da rennen 1, 2, 3, 4 Raptoren rum. Nicht 4, sondern ich habe keine Ahnung. Alter Finne. Da mache ich mich mal einfach mal rückwärts. Irgendwie aus dem Staub. Die bewachen wohl hier die zwei Cache, die ich da. Jetzt regnet's. Genau, die liegen genau hinter mir. Das ist natürlich eine Wahnsinnsidee. Hab ich die jetzt erfolgreich aus den Augen verloren? Ich hoffe. Aha, da oben rennen sie. Ganz oben am Grat, auch hier hinten, rechts von diesem Baum, rennt er am Grat entlang. Also sehen kann ich sie noch. Aber wo bin ich denn hier? Ach, das ist ein Stein. Oh, cool. Latsch mal halt mal so rückwärts über den Stein. Ich werde mal kurz auf meine. Ja, dann gehen wir doch dahin. Zum Krönchen. So halb links. Also an diesen Festungen mit den Kronen gibt es richtig gut Loot zu holen, meines Wissens nach. Und zwar besteht da die kleine Problematik, dass diese Bereiche mit der Krone von T-Rexen gut bewacht werden. Also da ist erhöhter T-Rex-Alarm. Jetzt habe ich gerade gehört, ich habe auf meinem rechten Ohr schon etwas vernommen. Bin ich überhaupt in der richtigen Richtung? Ja. So würde ich genau darauf zusteuern. Die mit der Krone sind die von T-Rexen. Wie heißen die Mehrzahl? T-Rex? Mehrere T-Rex-Dingiwinger jedenfalls wird es bewacht. Oder jedenfalls sind die da gern umeinander. Und die anderen, da gibt es ja noch die. Die einen haben eine Krone und die anderen, was haben denn die eigentlich? Die haben so. Ich weiß gleich gar nicht mehr. Jedenfalls die anderen da sind. Kommen auf alle Fälle vermehrt Raptoren vor. So ist es anscheinend. Da muss ich jetzt wieder ganz außen rumlatschen. Sehe ich das richtig? Würde natürlich auf der anderen Seite bedeuten, dass die Viecher auch nicht von jeder Richtung rein können. Ach, ich glaube, das hier ist diese. Da wo letztes Mal hier dieses Rhinoceros quasi hier über mich drüber gefallen ist. Mein erster Triceraptor. Okay, dann werden wir mal
Schuhe wechseln. Ich hab. Oh. Dann haben wir hier eine Knarre. Ein Horn. Um die Biester anzulocken. Schade. Das ist das Falsche. Munition. Welche nehme ich? Soll ich die? Backschutt oder soll ich die GA nehmen? Das ist die hier, macht glaube ich etwas mehr Schaden. Die wäre vielleicht für, falls ein T-Rex auftaucht, die geeignetere. Ich lass das mal so. Steht da eigentlich dasselbe drin wie das letzte Mal? Ups, das war falsch. Jetzt. Aha, okay. Also. Hier gibt's. Hier ist also quasi Jagdparadies. Und zwar genau bezüglich der des Triceratops. Wo ist denn die andere Kiste? Jetzt regnet es schon wieder. Wo ist die diesmal da? Ich dachte, das letzte Mal war die außerhalb. Es wäre ja auch schön, wenn die immer an einem anderen Ort wären und nicht immer am selben. Das finde ich besser. Persönlich ganz gut. Bringt eigentlich die Brille irgendwie was? Noch mehr Munition. Die Knarre haben wir schon. Das Horn auch. 16 Schuss, ist das krass. Schade, dass wir das nicht. Was ist eigentlich das hier? Hast du es auch da rein? Nee. Halt. Oh. Ja, jetzt habe ich doch das letzte Mal festgestellt, dass man das hier unten in diesem Inventar nicht stacken kann. Wenn man es aber hier stackt und wieder zurückzieht, ne, ist das anscheinend. Prima. Dann werden wir mal schauen, was wir als nächstes machen können. Also was ich auch noch nicht gefunden habe, sind rote Pilze. Es gibt ja die hier, die kann man bedenkenlos essen. Und dann gibt es anscheinend noch welche mit einer roten Kappe. So längliche. Die stehen so nach oben. Die Kappen, also die sind so, ja, eher nach die Länge nach oben gewachsen. Und die, ja, da hat man eine, weiß ich nicht, vielleicht eine Pfiff. T-Rex, ja wo? Da drüben. Das bedeutet. Ach, da unten? Nee. Das ist ein Utahraptor. Ich nehme mal kurz den Bogen in die Hand. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich ziehe mal. Da. Über meine Pfeilspitze. Da sieht man im Wasser stehen. Ja, da sieht man im Wasser stehen und da sieht man auch kommt sie aus. Ei, der Blitz. Mann. Hast du Kumpel dabei?
Ich weiß gar nicht, ich muss man eigentlich, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, muss ich unbedingt einen Trophy Shot machen, um das Ding einzusammeln? Oder kann ich das auch quasi nur abscannen und fertig? Muss ich mich auch noch mal schlau machen. Wo ist denn der andere da unten? Kurz auf das Gerät und schauen, wo sind wir überhaupt? War ich hier schon mal in der Gegend? Hier ist ja irgendwie voll das Sumpfgebiet. Kann man nicht richtig... Oh, oh. Das ist die Richtung. Da ist er. Mal schnell den Bogen. Hier könnt ihr den sehen. Genau über dem Pfeil. Oh. Der hat seinen Kumpel mitgebracht, also der ist nicht allein. Ich mache mich immer ein bisschen aus dem Staub. Hat der mich schon gesehen? Fuck. Ich hoffe nicht. Allerdings, so ist es auch blöd. Weil so sehe ich ihn nicht mehr. Haben die gute Augen gehabt oder? Oder eine gute Nase, oder wie waren die unterwegs, die Kameraden? Jetzt laufe ich so rückwärts. Und dann wäre ich... Wieso ist eigentlich mein... Ach, hat uns da der, hier der John Boy angenagt, den wir da gerade vorhin getroffen haben. Scheint so, wenn wir einen Pilz essen. Vorbeigehen. Oh, der war nicht so nahrhaft. Was mich zur... Macht Sinn. 4. So. Ist das jetzt leer? Ein Kleister. Naja. Die sind, glaube ich, hinter mir. Ich habe doch hier vorhin auch was gehört. Von hinten. Allerdings weiß ich nicht was. Ich kann die nicht mehr sehen. Es war sehr neblig hier. Besser. Ach da. Was ist das? Direkt hier über meinem Bogen hier. Ach, das ist ja... Ach, das ist ein Triceratops. Seht ihr den? Nachdem ich weiß, dass die jetzt auch aggressiv sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher mir lieber ist. Ja, so ein T-Rex würde ich natürlich auch gerne mal niederstrecken. Aber ich denke, ich versuche mal hier... bisschen näher ranzukommen, ist ja egal, wenn wir gleich ins Gras beißen. Am liebsten würde ich sie natürlich mit dem Bogen erlegen, wenn ich ehrlich bin.
ist der sehr schnell. Vielleicht von... Ich denke, wir müssen deutlich näher ran. Jetzt kommt er. Wir warten. Down. Ich glaub's nicht. Mein zweiter. Das hat natürlich der T-Rex jetzt gehört. Tut mir wirklich ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin. Der zuckt noch. Drei Schuss. Dann machen wir mal. Eigentlich auch umdrehen. Scheiße. Das muss jetzt schneller gehen, weil ich muss gleich mal die Knarre... Mist. Kann ich das im... Ja. Geh weg. Ich sag's dir. Aber ich hab gesehen, ihr seid zu zweit. Nein! Ja, dreh dich im Kreis. Ich kann mich gar nicht bewegen. Im Liegen kann ich mich nicht bewegen. Ach nee. Das ist eigentlich nicht wirklich das, was ich will. Macht hier ein Tänzchen. Oh, so kann man Knarre nicht ruhig halten, alter Schwede. Ich muss ab und zu aufstehen, weil ich mich nicht drehen kann. Könnte ich den? Soll ich es versuchen? Ich stell zu, kann man so ein... Ha. Ja, lad nach. Laufe weg. Stirbt der? Saublöd. Wo ist denn der andere? Die waren doch zu zweit. Ich renne dem mal nach. Ja, zu schade. Wieder entwischt der Kamerad. Das ist jetzt wieder mal ärgerlich, wie ich finde. Aber es ist, wie es ist. Ich mache hier an der Stelle mal eine Pause und bin gleich wieder zurück. Oder was heißt gleich? Morgen, übermorgen.